Hallo und herzlich willkommen zurück auf Schade 3 und auf Kupumungo. Nee, eben nicht. Haha. Es sind bald Ferien und der Rehl, blende ich hier ein, der hat sich mal ein bisschen was anderes gewünscht und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen in meinem Tag mit. Und ja, noch ist Schule, heute ist letzte Tag vor den Ferien. Heißt, ich gehe jetzt erstmal in die Schule, habe jetzt ja bis 1:30 Unterricht. Für euch ist das jetzt mein Intro lang. Für mich sind es jetzt ein bisschen mehr und dann sehen wir uns gleich, nachdem ich Schulschluss habe und dann in die Ferien starte. Bis später. So, ein bisschen unprofessionell, aber es ist nicht schlimm. Ich habe Ferien. Es ist jetzt ja gut 1:30 und ich gehe jetzt dann noch gleich runter spazieren, schön, bevor es jetzt nach Hause geht und haben wir auch ein bisschen klein wenig bewegt hat, ne? Die letzten Tage, Wochen sehr wenig gemacht, mache ich sonst auch nicht, aber man muss es ja schön reden. Es ist sehr schön, es scheint mehr als ich erwartet habe. Es ist richtig mir schon fast ein wenig zu warm tatsächlich, aber man will sich ja nicht beklagen, der Winter wird glaube ich ja sehr hart und dann ja, gehe ich jetzt ein wenig spazieren. Meine Schultasche ist noch in der Schule, ich habe die in meinen Spind eingeschlossen und dann hole ich die gleich und dann fahre ich mit dem Bus nach Hause und dann gucke ich mal, was ich so am Schreibtisch mache. Es kommen mir ein paar Leute entgegen, ich guck mal einmal, dass ich gleich wieder einschalte, sobald die vorbei sind. Ich finde das immer so unangenehm. So, Sportkurs der Schule überwunden und jetzt geht's weiter. Ja, ich dachte mir, kann man schon mal machen, ne? Einen schönen Spaziergang. Bei unserer Schule ist so ein Feld nebenan, da kann man schön spazieren gehen. Früher habe ich das in den Pausen immer gemacht, aber ja, jetzt habe ich Büchereidienst in der Schülerbücherei und deswegen kann ich nicht mehr, weil ich arbeiten muss. Dabei wird man da nicht mehr für bezahlt, naja gut. Aber jetzt machen wir das und dann fahren wir schön nach Hause und dann gucke ich mal, was ich mache. Ich weiß es noch gar nicht tatsächlich. Mal gucken, aufräumen vielleicht, das wäre eine Idee. Mein Zimmer sieht aus wie ein Schweinestall. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Nee, aber den ganzen Spaziergang nehme ich euch jetzt nicht mit. Ich würde sagen, ja, was machen wir? Ich nehme euch wieder mit, wenn wir kurz vor der Schule sind. Und dann, in der Schule ist es verboten zu filmen, deswegen muss man da ausmachen, aber sobald man dann raus ist, kann man da auch mal 5 Grad sein lassen. Ja, und dann sind jetzt endlich Ferien. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon Ferien habt. Ich finde Ferien sind immer sehr, sehr cool, wenn man da mal nichts für Schule machen muss. Ich weiß nicht, viele Schulen sind ja auch recht entspannt, so mit Hausaufgaben und so, aber bei mir am Gymnasium, da ist das echt hardcore. Naja, dann sehen wir uns gleich, sobald ich wieder kurz vor der Schule bin. So, der Spaziergang ist zu Ende, ihr seht schon wieder Schilder und hört die Autos. Ich bin jetzt wieder an der Schule und hole jetzt meine Tasche und fahre nach Hause. Ja, und dann zu Hause habe ich euch dann wieder dabei und dann können wir noch kurz ein bisschen gucken, was ich so zu Hause mache. Mein Gott, wenn man sich das immer anguckt, diese normalen Vlogs, die gehen immer, weiß ich nicht, wie kurz und gehen dann immer 8 Minuten oder so, 10 Minuten, 15 Minuten. Mein Gott, das kann auch mal länger sein. Der Tag ist immer 24 Stunden lang, wa? Selbst wenn man sagt, 10 Stunden subtrahiert man wegen der Schlafenszeit, ist immer noch 14 Stunden. Hat ja 1 Minute pro Stunde. Das ist nicht so viel. Da kann man schon mal so ein bisschen länger das machen, finde ich. Nee, ich fahre jetzt schön nach Hause. Und dann sehe ich euch, sobald ich aus dem Bus aussteige. So, da bin ich jetzt gestärkt und frisch wieder zu Hause. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, lege ich mich eine halbe Stunde ins Bett. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich ganz schön müde bin. Ja, und das mache ich erst eine kleine Pause und dann mache ich was anderes Entspanntes, weil es sind ja jetzt Ferien. Aus einer halben Stunde wurden 2 Stunden. Jetzt ist es schon 5:15, aber gut. Ihr seht, mein Schreibtisch sieht aus wie Sau und
Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen, so für die Ferien. Ein bisschen klar Schiff machen. Hier steht auch gerade ein Bett im Zimmer. Das macht es natürlich nicht gerade ordentlich, aber ja, ich kümmere mich jetzt mal darum, hier ein bisschen klar Schiff zu machen. Ein bisschen Sachen wegräumen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, sobald der Tisch sauber ist. Und erledigt. Der Schreibtisch sieht wieder ein bisschen besser aus. Nur noch die Sachen, die ich für die Ferien brauche. Wie zum Beispiel dieses Buch, wie zum Beispiel dieses Buch hier, was ich mir gekauft habe. Wir müssen nächstes Halbjahr in der Schule eine Buchvorstellung machen. Und das ist das Buch, was ich vorstellen werde. Für die Leute, die es spiegelverkehrt lesen können. Also für die, die es nicht lesen können. Das Buch heißt Die Enden der Welt, ist von Rucker Wilhelmsen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das ist sowas komplett anderes, wie was ich bis jetzt so gelesen habe. Ich lese generell nicht so viel. Aber wenn ich lese, falls ich seltenst mal lesen sollte, dann gerne auch mal mehr so Fantasy-Sachen. Aber das klingt auf jeden Fall recht interessant. Ich freue mich auf jeden Fall, da mal reinzulesen. Was habe ich sonst noch auf meinem Tisch? Natürlich meine Lieblingssüßigkeit. Vivil Lutschbonbons. Die sind absolut legendär. Die sind die geilsten. Ansonsten stehen da noch ein paar Lego-Sachen von dem Projekt, an dem ich im Moment, an dem ich im Moment baue, an dem Set. Kommt die Tage, sobald das fertig gebaut ist, habe ich jetzt auch mal wieder Zeit zu. Auch definitiv ein Review von dem Set. Das ist so, so geil. Das ist eines der geilsten Sachen, die ich hier gebaut habe. Da könnt ihr euch so drauf freuen. Das wird richtig Bombe. Ansonsten natürlich mein Gerät für alle Situationen. Und mein alter Laptop steht auch noch auf dem Tisch und ein wenig Weihnachtsdeko da hinten. Wo haben wir denn da? Der Elch, weil ich schon total in Weihnachtsstimmung bin. Ja, ansonsten, wisst ihr, was ich euch mal zeige? Jetzt, wo ich mal nichts zu tun habe und wo es mal um Sachen geht, die mal nicht irgendeine Spezifikation haben. Also, ich wechsle mal kurz den Tisch. Ich habe ja zwei Tische hier. Das ist ein bisschen, das klingt ein bisschen bescheuert, aber ich habe eine ganz besondere Sammlung. Ich zeige euch mal meine Schneekugeln, Leute. Ich sammle Schneekugeln nämlich, genau. Wechseln wir mal kurz die Kamera. Perspektive, so. Stell mal, das ist übrigens, das habe ich mal für den Kunstunterricht gebaut, genauso wie diesen Kerzenhalter da. Stell ich mal kurz beiseite. Hier. Das ist meine kleine Schneekugelsammlung. Das ist generell so der Sachen, wo ich so alle schönen Sachen vor mir sammle, sei es Lego-Pflanzen und Dekorationen oder Schneekugeln halt. Nee, ich weiß nicht, Schneekugeln sind gar nicht mal so unbeliebt, glaube ich, zum Sammeln. Also Schneekugeln sind so Sachen, die sammelt man, glaube ich, recht gerne. Also ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass sie Schneekugeln zumindest sehr gerne mögen. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe die coolsten Schneekugeln, die es gibt. Meine Lieblingsschneekugel ist diese hier. Ist die nicht schön? Ich von meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Sieht das nicht? Ich finde das so cool, ich finde das so faszinierend. Die habe ich neulich geschenkt bekommen. Die sieht auch richtig cool aus. Die ist aus Berlin vom Checkpoint Charlie. Die ist sehr, sehr cool. Habe ich geschenkt bekommen von einer Hundefreundin von meiner Mutter. Genauso wie diese hier. Die ist aus Texas. Wurde auch mir mitgebracht. Ist auch sehr, sehr cool. Ansonsten natürlich viele weihnachtliche Schneekugeln hier. Von meinen Großeltern aus Münster. Auch sehr cool. Ein Gebäude aus dem Prinzipalmarkt. Und sonst ganz viele Weihnachtsschneekugeln, diese hier ist aus dem Frankreich-Urlaub dieses Jahr. Auch sehr schön aus einem Supermarkt. Und diese hier ist aus Belgien. Die finde ich, sieht auch sehr, sehr schön aus. Hat was. Guck mal, so, zu sowas kommt man, wenn man mal was anderes macht als nur Pokémon Go. Finde ich sehr, sehr cool. Und natürlich das Highlight hier, da muss ich euch eine Geschichte zu erzählen, zu diesem Setchen hier. Oh, das Kabel. Ich hab's gleich so. Dieses Set, das stand mal
da auf der Fensterbank. Und früher hing hier ein Rollo, das ist aber kaputt gegangen. Und zwar war das immer ganz locker. Und dann ist das immer hier da so runtergerollt. Und ich saß hier ganz entspannt, hab an der Kirche gebaut, die ich euch auch schon vorgestellt habe. Und dann, das ist unglaublich, dann ist dieses Rollo auf diesen Baum geknallt. Auf diesen wunderschönen Baum. Und hier sind so... Oh, Kacke. Hier sind so lose Teile drin. Dann ist das alles über meinen Tisch und auf den Boden geflogen. Und dann habe ich da bestimmt eine Dreiviertelstunde auf dem Boden rumgekrochen, um diese ganzen kleinen Teilchen aus diesem Teppich wieder rauszusammeln. Das war nicht schön. Nee, das war nicht schön. Ja. Nee, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich glaube, ich spiele jetzt ein bisschen was. Was weiß ich noch nicht, aber vielleicht Minecraft oder... Ich guck mal, worauf ich jetzt noch Bock habe. Und das ist ja tatsächlich schon ein bisschen später. Unite muss ich heute noch spielen. Da ist die Mew-Aufgabe bald vorbei, aber... Ja, muss ich mal gucken. Ein bisschen Unite spiele ich gleich auch noch. Ja, aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so gerne Schneekugeln mögt, wie ich Schneekugeln mag. Dann würde ich sagen, suche ich mir jetzt mal aus, wobei ich was mache. Und dann zeige ich euch das noch und dann sehen wir uns später wieder. Ein, zwei Runden Pokémon Unite, das erste Mal übrigens auf dem iPad. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich habe es bis jetzt nur auf dem Handy gespielt. Und das ist die Folge Brooklyn Nine-Nine. Gucke ich zum zweiten Mal. Echt eine geile Serie. Sehen wir uns später wieder. So, inzwischen ist es ja so 9:30 oder so. Ist ein bisschen Zeitsprung gewesen. Ich habe eben ein bisschen, wie gesagt, Netflix geguckt und dann gab es jetzt gerade Abendessen. Habe schön Nudeln gekocht und es gab ein bisschen Leberkäse und ja, es war alles super. Und dann haben wir jetzt gerade ein paar Minuten Ninja Warrior geguckt und jetzt dachte ich mir, bevor ich jetzt gleich ins Bett gehe, klinge ich den Tag mit einer kleinen Runde Minecraft aus und dann ja, gehe ich jetzt gleich ins Bett. Ich freue mich. Morgen kann ich schön ausschlafen. Ja, es ist mal ein bisschen viel anderes Video gewesen. Ich habe jetzt natürlich Tag über verteilt, euch immer wieder gesagt, was ich mache. Es ist interessant. Es ist komisch, ständig daran denken zu müssen, boah, jetzt muss man schnell dein Handy raus. Mal einmal kurz ein paar Minuten was sagen, was du gemacht hast. Ja, ich meine, kann man mal hier abstellen, ne? Es ist interessant, Regel hat sich das unbedingt gewünscht, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Regel ist kein Pokémon-Freund und ich glaube generell, Pokémon ist so ein bisschen überholt, gerade Pokémon Go. Aber ich mag es auch noch trotzdem sehr gerne und es wird auch weiter an Pokémon Go kommen. Aber ich hoffe, dass ich euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn jetzt wirklich nicht so viel passiert ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht einen schönen Tag, haut rein und ciao, Leute.